Hallo, willkommen bei Mamani, Finanzen kann jeder. Manchmal läuft es anders, als man denkt. Eigentlich hatte ich mir ein paar andere Aktien zurechtgelegt, die ich analysieren wollte. Gerade jetzt machen sie aber einen Satz nach oben. Und da ich nicht alles kaufe, was nicht bei drei auf dem Baum ist, will ich warten, bis sie sich beruhigen und eventuell wieder runterkommen. Dennoch bin ich auf der Suche nach neuen Aktien für mein Depot. Gestern hatte ich mich ja intensiv mit Royal Dutch Shell und der Ölbranche beschäftigt. Und da bin ich bei der Recherche auf eine andere interessante Aktie gestoßen, die normalerweise noch nicht in mein Beuteschema passt. Aktuell will ich am Anfang ja nur große Firmen, mindestens 10 Milliarden Marktkapitalisierung und so weiter aufnehmen, die Gewinne schreiben und wenn möglich eine gute Dividende auszahlen. Schließlich soll das Depot erst einmal eine Basis bekommen. Erst später wollte ich auch kleinere Unternehmen mit mehr Potenzial ins Auge fassen. Auch die unterschiedlichen Branchen wollte ich erst einmal bedienen, bevor ich in einzelnen Sektoren weiter hinzukaufe. Wie gesagt, manchmal kommt es anders, als man denkt. Mir ist gestern eine Aktie ins Auge gesprungen, die recht vielversprechend aussah. Und da meine vorausgesuchten Aktien heute nicht so laufen, wie ich es erhoffte, habe ich mich kurzfristig dazu entschieden, mir den anderen Wert ein wenig genauer anzusehen. Ich starte wirklich nur mit meiner Voreinschätzung in die Analyse. Und daher bin ich selber gespannt, wie der Wert am Ende bei meinem Tool abschneidet. Es handelt sich dabei um das Biotechnologieunternehmen Crop Energies. Mal sehen, ob es das Unternehmen in unser Depot schafft oder zumindest auf unsere Watchlist. Viel Spaß mit der Crop Energies Analyse. Was macht Crop Energies überhaupt? Die Crop Energies AG ist ein Mitglied der Südzucker-Gruppe. Es ist ein etablierter und gemessen an der Produktionskapazität führender europäischer Hersteller von Bioethanol für den Kraftstoffsektor. Als Bioethanol wird aus Biomasse hergestelltes Ethanol bezeichnet. Der Vertrieb des produzierten Bioethanols erfolgt unter der Dachmarke Crop Energies an die Mineralöl- und petrochemische Industrie. Darüber hinaus produziert die Gesellschaft weitere Nebenprodukte, wie beispielsweise flüssiges Kohlendioxid oder flüssiges Eiweißfuttermittel. Die Produktionsstandorte des Unternehmens befinden sich in Belgien, Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Es ist also ein international tätiges Unternehmen. Außerdem verfügt die Gesellschaft über Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Mannheim. Gegründet wurde die Firma übrigens 2006 und beschäftigt aktuell ca. 450 Mitarbeiter. So, jetzt wird es Zeit, sich die Firma mal genau anzusehen. Dazu nutze ich ein Tool, das über Punktevergabe bei der Analyse berechnet, wie viel Geld ich in das Unternehmen stecken soll. Das mache ich, da ich rational über einen Kauf entscheiden möchte. Und nicht nach dem Bauchgefühl. Gefällt mir etwas nicht, dann vergebe ich weniger Punkte. Und dadurch kaufe ich anschließend weniger. Meine Analyse soll sich also direkt auf meinen Kaufbetrag auswirken. So, genug erklärt. Fangen wir jetzt mal mit der Analyse der Aktie an. Als erstes die Langzeitcharts. Hier interessieren mich als Langfristinvestor vor allem die Trends und Widerstands- bzw. Unterstützungsbereiche auf langer Sicht. So, als erstes der Mehrjahreschart. Hier sehen wir, dass wir immer noch in einem langfristigen Aufwärtstrend sind, der Ende 2018 bei 3,60 Euro begonnen hat. Die Aktie ist dann bis Anfang 2020 auf gut 12 Euro gestiegen. Dann kam Corona und der Wert fiel zurück bis auf 6,10 Euro. Hier konnte der Abverkauf gestoppt werden und die Aktie setzte die Aufwärtsbewegung bis auf 16,10 Euro fort. Im Herbst letzten Jahres folgte dann eine Konsolidierungsphase, die bis jetzt noch nicht abgeschlossen ist. Im Frühjahr dippte die Aktie dann kurz unter die 10-Euro-Marke, um sich dann kurzzeitig bis auf 11,70 € zu erholen. Jetzt werden die Tiefs nochmal getestet. Da wir uns in einem aktiven, langfristigen Aufwärtstrend befinden und mittelfristig in einem Abwärtstrend, der aktuell die Tiefs testet, kann ich hier nur 6 Punkte geben. Kommen wir zum Einjahreschart. Hier sehen wir die aktuelle Situation ein wenig besser. Wir sehen, dass sich die Aktie in einem aktiven, mittelfristigen Abwärtstrend befindet, der im September letzten Jahres bei gut 16 Euro begann. Es wurden immer wieder tiefere Hochs ausgebildet. Die neuen Tiefs flachen aber zunehmend ab. Aktuell sind wir wieder auf dem Niveau angekommen, wo die letzte Abwärtsbewegung gestoppt wurde. Hier befinden sich so einige horizontale Widerstandslinien. Nachdem wir durch die 50er Fibonacci-Linie gelaufen sind, steuern wir aktuell die 38-2er-Linie an, die bei 9,92 € verläuft. Dann kommt noch die Unterseite des aktiven Abwärtstrends bei ca. 9,40 €. Auch diese dient als Widerstandsbereich. Sollten wir diesen ebenfalls unterschreiten, kann es weiter bis zur 23,6er-Linie gehen, die bei 8,42 € verläuft. Hier verläuft dann auch die untere Linie des mehrjährigen Aufwärtstrends.
Da dann noch mehrere horizontale Unterstützungen in dem Bereich auftauchen, ist dieser Bereich sehr stark unterstützt. Bis hierhin sehe ich das überschaubare aktuelle maximale Abwärtspotenzial. Schauen wir uns mal die andere Seite an. Sollte der Unterstützungsbereich bei 10 Euro halten, dann müsste die Aktie mehrere kleine horizontale Widerstände durchlaufen, bevor es wieder zur 50er Fibonacci-Linie geht. Hier wartet zusätzlich der obere Bereich des Abwärtstrends. 11 Euro sollte also ein recht dicker Widerstandsbereich sein. Schafft es die Aktie hier durchzubrechen, kann es bis zur 61,8er Linie bei 12,28 Euro schnell hochgehen. Sollte auch diese fallen, wäre der Weg bis zur 78,6er Linie bei gut 14 Euro frei. Aktuell liegen wir unter der 20-Tages-Linie und weit unter der 200-Tages-Linie, die bei 11,80 Euro verläuft. Man muss zu dem aktuellen Kurs allerdings sagen, dass wir gerade eine Dividendenzahlung eingepreist haben, was den Kurs gut 3,5% nach unten gezogen hat. Sollte der Bereich um 10 Euro halten, könnte ein Boden ausgebildet werden. Eine Entscheidung, wohin der Weg geht, dürfte bald fallen, da auch der Abwärtstrend als Keil immer enger zusammenläuft. Da wir uns in einem aktiven, gut 9-monatigen Abwärtstrend befinden, der Kurs aber aktuell noch keine tieferen Tiefs generiert und wir noch höher stehen wie vor einem Jahr, kann ich hier 4 Punkte vergeben. Nun zu den Bollinger-Bändern, die eher für die kurzfristige Betrachtung interessant sind. Das Bollinger-Band öffnet sich gerade, was für eine erhöhte Volatilität spricht. Das untere Band knickt gerade nach unten leicht ab und der Kurs berührt die untere Linie des Bandes. Wir liegen aktuell auch etwas weiter vom 20er-Tagesdurchschnitt entfernt, was alles für ein kurzfristiges Verkaufssignal spricht. Daher kann ich hier nur einen Punkt geben, da wir das Band noch nicht durchschlagen haben. Als nächstes die Stochastik. Die Stochastik sieht gut aus. Wir sind weit aus dem Band nach unten rausgelaufen. Das ist ein klares Signal, dass der Markt aktuell überverkauft ist. Allerdings hat sich die Richtung noch nicht geändert, sodass wir annehmen könnten, dass der Kurs wieder zurück ins Band läuft. Es ist immer noch nach unten gerichtet und daher kann ich hier 8 Punkte vergeben. Kommen wir zur nächsten Seite. Auf dieser Seite nehme ich die externen Firmenbewertungen auf. Hier finden wir den Piotrowski-Wert. Der liegt bei 8 von 9 Punkten. Der Wert bestimmt die finanzielle Stärke eines Unternehmens. Da wir die mindestens 5 Punkte erreicht haben, kann ich hier bei 8 Punkten 4 mal 2 gleich 8 Punkte vergeben. Bei Moody's Analytic Risk Score gibt es 7 von 10 Punkten. Der Wert bietet eine auf ein Jahr in die Zukunft gerichtete Messgröße des Kreditrisikos. Bei der Risikochancebewertung erhält das Unternehmen 1 von 5 Punkten. Da ich hier den Wert mal 2 nehme, vergebe ich 2 Punkte. Auf der nächsten Seite kommen wir zu den Analysten. Die nehme ich auch mit auf, da sich die Jungs viel intensiver mit den Unternehmen beschäftigen wie jeder Privatanleger. Schauen wir uns doch mal an, was die Analysten zu Krupp Energies zu sagen haben. Ja, erstmal muss ich die suchen, weil so viele gibt es davon nämlich nicht. Momentan haben 2 Analysten die Firma unter ihre Fittiche genommen. Einer sagt kaufen und einer übergewichten. Auch bei 2 kann ich einen Wert errechnen und der liegt aktuell bei 4,5 von 5. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14,57 Euro. Dabei reicht die Spanne von 11,50 Euro bis 17,80 Euro. Nimmt man den aktuellen Kurs und schaut nach der Differenz zum durchschnittlichen Kursziel, so beträgt dieser 4,39 Euro. Das wäre ein Aufwärtspotenzial von 43,12%. Dafür würde ich normalerweise 9 Punkte geben. Einen Punkt ziehe ich aber ab, weil nur 2 Analysten den Wert beobachten. Bei einer so geringen Anzahl muss ich ein wenig Puffer einbauen und daher vergebe ich hier nur 8 Punkte. Schauen wir uns die Aktienanzahl an. Hier sieht man, ob die zukünftigen Gewinne auf mehr oder weniger Aktien verteilt werden. Tja, das ist mal konstant. Da wir keine Zu- oder Abnahme der Aktienanzahl sehen, kann ich hier 5 Punkte vergeben. Auf der nächsten Seite kommen wir zur Bilanz. Hier vergebe ich einzelne Punkte, die dann in dem Bereich Bilanz der Aktie im grünen Kästchen automatisch zusammengezählt werden. Fangen wir mal mit dem Umsatz an. Beim Umsatz sehen wir, dass dieser stark schwankt. Mal 10% rauf, dann 11% runter und so weiter. Da wir hier keine konstanten Umsätze sehen, am besten mit jährlich steigenden Zuwächsen, kann ich hier keinen Punkt vergeben. Das KUV sieht mit 0,98 sehr gut aus. Da hier der Wert unter 1 liegt, kann ich den Punkt locker vergeben. Nun zu den Gewinnen. Bei den Gewinnen sehen wir, dass die Firma jedes Jahr mit einem Plus rausgeht. Die Margen schwanken zwar recht stark, aber in den letzten beiden Jahren konnte diese bei gut über 20% gehalten werden.
Da wir hier konstante Gewinne haben und die Margen steigen, kann ich den Punkt vergeben. Mit 10,31 haben wir ein gutes KGV, daher vergebe ich den Punkt. Nun die liquiden Mittel. Die liquiden Mittel sollen sich bei 6 Millionen Euro belaufen. Das finde ich ein bisschen zu wenig und daher vergebe ich hier keinen Punkt. Schauen wir uns die Eigenkapitalquote an. Diese liegt bei 75,98%. Wow, das ist gut. Das ist erstklassig. Dafür vergebe ich sogar einen besonders dicken Punkt. Was machen die Schulden? Ich sehe zwar gerne, dass sich die Schulden abbauen, aber wenn man bedenkt, dass die Firma fast genauso viele Schulden hat wie vor 4 Jahren, zusätzlich noch die geringe Höhe, dann kann ich gut verschmerzen, dass wir im Corona-Jahr eine Schuldenaufnahme von 23% gesehen haben. Ich vergib hier den Punkt. Ab zum Nettoverschuldungsgrad. Wow, das ist mal richtig gut. Cobb Energies könnte seine kompletten Schulden mit dem EBITDA-Gewinn innerhalb eines Jahres komplett zurückzahlen. Schade, dass wir hier nur einen Punkt vergeben dürfen. Sehen wir uns die Dividenden an. Bei den Dividenden gefällt mir nicht, dass sie so schwanken. Ich mag lieber gleichbleibende Dividenden, die dann hin und wieder steigen. Da wir aber aktuell gut 3,44% Dividendenrendite erhalten, vergebe ich hier mal den Punkt. Die Ausschüttungssumme liegt bei 26,2 Millionen Euro. Da wir einen Free Cashflow von gut 70 Millionen Euro haben, ist die Dividende über das Free Cashflow komplett gedeckt. Dafür vergebe ich einen Punkt. Damit wäre die Bilanz zu Ende. Zählen wir mal alle Punkte zusammen. Wir haben insgesamt 8 Punkte erreicht. Das ist doch schon mal ganz ordentlich. Kommen wir nun zu den Schätzungen. Fangen wir beim Umsatz an. Der geschätzte Umsatz soll in den nächsten Jahren wachsen, teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Wenn das wirklich so ist, dann vergebe ich dafür 2 Punkte. Das gleiche gilt für die Gewinne. Das ist bei so einem Wert okay. Also 2 Punkte. Das KGV ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Dafür vergebe ich auch 2 Punkte. Was machen die Dividenden? Naja, es wird keine Steigerung vermutet, aber das heißt ja nichts. In der Vergangenheit hat man schon gesehen, dass es zu Schwankungen kommen kann. Läuft das Geschäft gut, dann gibt es mehr Dividende. Läuft es schlecht, dann gibt es halt weniger. Ich vergebe mal 2 Punkte, schließlich liegen wir geschätzt bei über 3%. Als letztes der Free Cashflow. Der ist in Ordnung und die Dividenden können ohne Probleme gezahlt werden. Dafür vergebe ich 2 Punkte. Auch hier zählen wir alles zusammen und da komme ich auf 10 satte Punkte. Sehr gut. Auf der nächsten Seite finden wir dann die News. Naja, es gibt nicht viele aktuelle News. Und wenn man welche findet, dann sind das eigentlich recht gute. Zum Beispiel Cobb Energies startet mit Zuwächsen ins Geschäftsjahr und die Umsatzprognose wird erhöht. Oder Cobb Energies hebt die Dividende an. Das ist jetzt erfolgt. Sie wollten eigentlich ursprünglich 30 Cent zahlen. Jetzt haben sie es kurzfristig auf 35 erhöht. Also eigentlich gibt es ganz gute News. Allerdings kann ich jetzt hier nicht die volle Punktzahl geben, weil man muss auch sagen, bei 2 mickrigen News ist es ein bisschen wenig für einen Informationsstand. Daher gebe ich hier nur 6, weil die News, die existieren, hauen einen jetzt nicht so um, dass man dafür mehr Punkte geben sollte. Schauen wir uns die Insider-Trades an. Da läuft genauso viel Action wie bei den News. In den letzten Jahren gab es keine Käufe oder Verkäufe und die letzten Einträge, die ich gefunden habe, die waren aus dem Jahr 2015. Übrigens halt ein Kauf. Also das ist für mich wenig aussagekräftig, gerade weil in den letzten Jahren da absolut nichts passiert ist. Und daher vergebe ich hier 5 Punkte. Kommen wir nun zum Fear and Greed Index. Dieser Index findet weltweit eine große Beachtung und gibt einen Überblick über die aktuelle vorherrschende Emotion am Markt. Der Wert liegt bei 33 und daher berechne ich 7 Punkte. Schauen wir uns das Währungsrisiko an, was wir uns nicht anschauen brauchen, weil es ist nicht vorhanden. Wir bewegen uns im Euroraum und da gibt es kein Währungsrisiko. Also 5 Punkte. Kommen wir zum guten Schluss dann zu meiner Meinung. Was soll man zu Cobb Energies sagen? Solide Firma mit einem Geschäft, was wenig Spielraum zulässt. Jedes Jahr verdienen sie ihr Geld, was man auch an deren Zahlen sieht. Kaum Schulden, kaum Wachstum, kaum Sorgen. Ein kleiner Basiswert, der über die Jahre eigentlich kaum große Probleme machen dürfte. Also ich vergib mal 6 Punkte. So, damit sind wir dann mit der Analyse fertig. Schauen wir uns die Punkte mal insgesamt an. Dazu klicke ich mal auf die Auswertungsseite.
Ja, das sieht auch nicht so schlecht aus. Wir konnten in jedem Bereich Punkte sammeln, teilweise auch richtig viele. Und das Tool sagt mir, ich kann mit 646 Euro, was 64,6% meines maximalen Startbetrags ist, in den Wert reingehen. Bei der maximalen Investsumme sieht es sogar noch besser aus. Hier sagt mir das Tool, maximal 2.100 Euro kann ich hier investieren, was 70% entspricht. Und damit kann ich gut leben. Was? Ach ja, CropEnergies. Ein kleiner, aber feiner Wert, der es in mein Depot geschafft hat. Yeah. Man muss bei dem Wert nur aufpassen, dass man nicht einschläft. Naja, so schlimm ist es dann auch wieder nicht. Biotreibstoff ist ein, ja, aktuelles Thema und das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Solange es immer noch eine große Anzahl an Verbrennermotoren gibt, wird es auch einen Absatzmarkt geben. Klar, in 20 Jahren könnte das Geschäft dann irgendwann mal einbrechen oder wegfallen. Aber bis dahin wird die Firma jedes Jahr ihr Geld verdienen. Naja, und nebenbei verdienen sie ja auch noch mit anderen Nebenprodukten Geld. Wenn man dann sieht, dass sie eine Eigenkapitalquote von gut 76% haben, einen Schuldenstand, den sie innerhalb von einem Jahr abbezahlen können und dann noch jedes Jahr Millionen an Gewinn einfahren, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich der Wert nach oben bewegt. Der innere Wert dürfte jedes Jahr mit den Gewinnen steigen. Und wenn der Markt das erkennt, dann sind Kurse von 15 bis 16 Euro locker drin. Das wäre mal eben, oh, 50 bis 60% an Rendite für mich. Die Wartezeit wird dann noch mit einer fetten Dividende entschädigt. Was will man mehr? Klar, der Kurs kann in der Zwischenzeit schwanken, auch stark schwanken. Das liegt halt an der Konjunktur, den Spritpreisen und den Preisen für die Rohstoffe, die sie benötigen, um den Biosprit herzustellen. Man hat aber in den letzten 10 Jahren sehen können, dass sie das immer hinbekommen haben. Und daher gehe ich davon aus, dass es auch in den nächsten Jahren so weitergeht. Ich packe mir mal 64 Aktien von CropEnergies ins Depot und lege mich schlafen. Hin und wieder werfe ich dann mal einen Blick drauf. Und wenn sie runterkommt und die Zahlen stimmen, dann greife ich weiter zu. Ansonsten hoffe ich auf bessere Zeiten und dass der Markt den Wert des Unternehmens irgendwann so einschätzt wie ich. Wenn 50 bis 60% bei einem Titel möglich sind, dann ist das mehr als genug. Das Risiko ist zwar etwas höher wie bei anderen Konzernen, da man nur wenige Produkte hat, aber die Renditechancen sind das auch. Zahlen der letzten Jahre stimmen. Analysten sagen ja, Schulden sind kein Thema. Und wenn jedes Jahr Gewinne kommen, dann kann man sowas schon mal machen. Es ist ja der erste kleine Wert in meinem Depot. Ein wenig früher als gedacht, aber was soll's. Die Aktie könnte, wenn es gut läuft, aber auch ein bisschen mehr Schwung ins Depot bringen. Ich bin gespannt, was aus der Position wird. Auch wenn die Aktie jetzt nicht die spannendste war, hoffe ich trotzdem, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann drückt bitte den Daumen nach oben, damit mein Kanal ein wenig bekannter wird. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das auch, damit ihr keine Videos verpasst. Am Wochenende bringe ich dann ein neues Depot-Video raus. Mal sehen, wie die Woche seit Depoteröffnung so lief und wie meine Einstiegskurse sind. Sind ja schließlich jetzt ein paar Titel dazugekommen. Freitag ging es ja dann auch noch ein wenig runter und das wird sich natürlich auch auf die Performance ausgewirkt haben. So, ich gehe da mal wieder auf Aktiensuche. Wenn die Märkte runterkommen, gibt es bestimmt ein paar Titel, die jetzt interessant werden. Schließlich will ich ja noch so einige Aktien ins Depot packen. Bis zum nächsten Video. Euer Markus. Hat euch das Video gefallen? Dann drückt bitte den Daumen hoch Button. Wir würden uns auch sehr darüber freuen, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet. Und damit ihr kein Video verpasst, drückt gleich noch die Glocke. Danke!